Herzlich willkommen zurück, ihr Blutsauger. Es geht weiter mit Mario und den Rabbits. Wir checken mal die neuen Waffen. Wir hatten noch keine neue Handwaffe bekommen. Wir haben den Honey Hammer. Ich bin aber für Bounce. Ich bin so ein von Bouncy. Du hast einen Tausender und du hast auch hier einen Tausender. Du hast hier einen Tausender und hier hast du auch. Also so sind alle equipped, aber ich könnte hier bei Mario den neuen Blaster checken. Da wäre noch kein. Mairo. Da, guck mal, es ist noch ein bisschen besserer sogar. Der hat einfach den Bonuseffekt gegen Valkyren. Valkyren kommen, glaube ich, erst viel später. Die sehen sehr mechanisch aus. Valkyrie. Da ich mir aber gerade nichts kaufen kann und ich keinen Nachteil dadurch habe, wenn ich das richtig sehe. 141, 141, 10 Felder, Mittel. Ja, das ist einfach nur ein Bonus. Ja, warum nicht? Und wir sammeln das Grammophon. Ein neuer Weg hat sich geöffnet. Das wird der Rückweg sein. Und sozusagen der erste Abschnitt der dritten Welt. Ding, ding. Und let's roll. Zack. Wir schießen uns. Da kam die Kanone her. Hier sind die Ketten gerissen. Der Sprenger der Ketten. Und jetzt müssen wir. Ja, müssen wir mal zurücklaufen. Ich glaube, direkt am Anfang war ja das Kämpfchen. Das war ja hier. Und jetzt müsste eine Plattform erscheinen. War das? Muss ich hier raus? Oh shit. Oh what? Kam ich nicht von hier? Hier war die viereckige Plattform. Kam ich von da? Moment, Moment, Moment. Mann, warum haben wir das viereckig gebaut? Kann ja nur da gewesen sein. So. Und du kommst natürlich auf diesen Sockel. Jetzt öffnet sich natürlich ein neuer Weg. Scheint richtig zu sein. Jetzt muss ich rechts lang. Da eröffnet sich ein neues Wäldchen. Wir sind eindeutig auf dem richtigen Weg. Mal sehen, was unsere gute Fee zu sagen hat. Gut gemacht. Ihr habt eines der Relikte gefunden. Hoffentlich war es äußerst unerfreulich. Unerfreulich für eure Gegner. Das zweite Relikt der Güte erfordert eine lange und gefährliche Reise, auf der ihr wahrscheinlich ein grausiges Ende finden werdet. Viel Spaß. Tja, ich hoffe doch, dass dieser Tom Farn den ganzen Ärger wert ist. Aber solange die Chance besteht, dass er hilft, Bowser Jr. zu besiegen und Spoiler zu retten, sollten wir sie ergreifen. Da-dum, ba-dum. Da-dum. Wir gehen weiter. Ich weiß, wo die Münzen mich langführen. Und wo ich hin soll. Und zwar diesen Weg. Er wird ein leichter sein. Wo bleibt die neue Zahl? Oh, Hudega. Alter, das sieht ja geil aus. Mit der Scheuche da, mit der Vogelscheuche. Das sah ziemlich sick aus. Ein neues großes Feld und eine kleine Cutscene. So. Oh, shit, wollte er sagen. Nicht schon wieder. Jungs, Jungs, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Nein, so redet Toad, ne, Toadette nicht. Toad ist verschwunden, ihr habt euch das aus den Augen verloren und nun brauchst du unsere Hilfe, um ihn zu finden. Schon wieder. Nein, wir haben Verstecken gespielt und dann haben wir uns verloren. Dieser Ort ist dafür wie geschaffen. Schaurig, aber nicht zu schaurig, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber jetzt, weißt du, wir sind Helden. Es ist nicht so, als hätten wir keine Aufgaben zu erfüllen. Oh, ich will euch nicht zur Last fallen. Kann ich nicht einfach mitkommen und selbst nach ihm suchen? Es tut mir leid, wir sind gerade einfach zu beschäftigt, um... Ich gebe euch alles aus dieser Schatzkiste, die ich gefunden habe. Und was, wenn es nur ein alter Stiefel und ein rostiges Fernrohr ist? Oh, glaubst du wirklich? Nun, ihr könnt sie trotzdem haben, wenn ihr mir helft, Toad zu finden. So... Immer diese Anspielungen, ich glaube, an das Toad-Minispiel.
Läuft Toadette und kann Toadette auch kämpfen? Toadette wird... Ah, eine Schatzkiste. Die hast du nicht gefunden, wa, Toadette? Dann hättest du jetzt eine Grillparty gefunden. So, Sigi, Sig, Sig, Sig. Jetzt geht's los. Aber Sigi, eskortiere Toadette, natürlich. Natürlich, Toadette. Dieser Weg wird unendlich lang. Oh, holy shit! Da ist ja der Toadwart auch schon. Okay. Wenn wir zu lange brauchen, kommen fiese Dudes von hinten. Ich könnte diese Pipe gehen. Zack, 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 dann wäre ich hier. Dann würde ich natürlich diese Pipe gehen. Gehe hier wieder hoch. Hier runter und dann bin ich durch. Okay, also wir nehmen den kürzesten Weg. Als allererstes läuft Schmuschmett. Und zwar, weil ich noch keine Gegner sehe. Die verfolgen uns, wie es aussieht. Wird sich Schmuschmett erstmal hier verstecken. So. Für... Ich weiß nicht, wie weit es nach vorne actionmäßig aussieht. Aber Mairo geht hier hin und aktiviert Lulli. Du checkst die Lage vorne und der Lulli, der wird hier hingehen und aktiviert ebenfalls. So. Gegnerphase bitte. Da kommen sie. Bouncen erstmal irgendwas krasses. Kriegt einmal 0. Und einmal kassiert er richtig. Nein, nicht alle drei. Harter Overkill. Weiß aber, was passiert mit ihm. Er hat eine 0%ige Chance. Das heißt, er jockelt nur hinterher. Er aktiviert ein Schild. Ja, ist okay. So, Toadette nimmt den nächsten Turn. Natürlich. Toadette kann auch nicht springen. Das heißt, deinen allerersten Turn musst du nehmen. Und du sicherst hier. Ja, macht Sinn. Toadette geht hinter den Stein. Immer so weit, wie sie kann. Bevor ich... Ja, ja, klar, warum nicht? Wow, out of bounds. So, da du dein Schild schon aktiviert hast, rollst du deinen Wagen los. Und wir beenden den Zug. Ah, okay. Mario hätte den Ort wechseln müssen. Neue Sigis kommen heraus. Jetzt ist deine Deckung genauso offen. Nehmen wir den hier als 100%igen. Du gehst natürlich durch die Pipe. Versteckst dich hier. Du gehst ein weiter zurück. Und du gehst hier hin. Wir halten den Rücken frei. Und Mario läuft gar nicht. So, perfekt. Beide auf 0%. Okay. Jetzt kommen die ersten Gegner von vorne. Jetzt musst du laufen. Wo war das? Das war da hinten noch, ne? Das heißt, Toadette wird sich gleich hier hinstellen können. Stell ich dich mal da ab. Ist jetzt kein weiter Weg, aber Toadette wird nicht weiterlaufen können wieder mal. Ja, Toadette kommt nur bis hier. Wir sliden dir das Ding weg. Stell mich wieder dahin. I'm a winner.
du hast gerade aktiviert. Das war deine eigene Schuld. Komm. Knockback. Schade. Kann ich alles haben. Aber du... Ja, damit er, sonst ist der Schuss verschenkt. Obwohl es eigentlich gehopst wie gesprungen wäre. Ich hätte ihn jetzt auch abballern können. Also, kann ich immer noch schießen? Nein. Ich hätte ihn sogar abschießen sollen, es hätte keinen Nachteil gemacht. Ob der Skills verschenkt wäre oder nicht. Er aktiviert das Anti-Vision-Ding, also beziehungsweise nicht laufen können. Ja, ja, du läufst weg. Du kassierst. Way passiert. Okay. Neue Gegner machen sich bereit. Du stellst dich dahin. Darum kümmert sich Mairo. Nee. Entschuldigung. Erst musst du laufen. Zum Aktivieren. Du musst den Damage tanken. Töten kann ich dich nur mit einem Hit. Es war sogar einer. Die ganze Deckung ist weg. Toadette, tut mir leid. Ah, du kommst trotzdem durch. Ja, ja, wir gehen so weit wie möglich. So, und Luigi zieht nach. Jetzt könnte ich in 1% mehr Laufen machen. Aber, ja, ein bisschen Backup hinten ist auch nicht schlecht. So. Er portet sich. 50%. Dadurch aber halt natürlich nicht gelaufen. Wie weit bringt mich jetzt 1%? Mario zieht jetzt zurück. Jetzt gebe ich ihm die 100% Angriffsfläche. Da unten bringt mir das leider auch nicht. Ha, schade. Ich wollte Luigi auf eine Position bringen, wo er halt helfen kann. Kann er theoretisch jetzt. Ja, wir gehen natürlich hoch. Ja, gut. Soll er halt spawnen. Was soll ich... Er greift einmal an. Ich habe 300 Leben ebenfalls. Wenn er jetzt keinen Knockback hat. Ja, ja, Gegner sind halt dran. Okay. Vision macht er, glaube ich, noch an. Ja, hat er. Gut, auch Vision an. 100 Schaden, nicht vergessen. Teleport zu Mario. Nichts passiert. Beide haben Vision aktiviert hier unten. Nein, jetzt. Das ist jetzt doof, weil ich nicht angreifen kann. Ihr kommt durch die Röhre zwar durch. Shit. Da habe ich die Tinte unterschätzt. Ich wollte halt, oh, eine zweite Röhre. Hier durch. Auf ihn drauf. Schade, hätte ich ihn jetzt... Ich wollte gerade die Gegner anlocken und, schlagen. Das war der Plan. Einer von beiden stirbt.
wird sich halt eh porten. Ich kann ihn nicht auf den Kopf springen, oder? Ne, mit mir willst du das nicht machen. Naja, okay, und dann ist Ende. Ja, machen wir trotzdem noch an. Okay. Das ist okay. Surprise. 60er. Ich bin enttäuscht. Aber an den kommst du nicht ran. Und jetzt kommt nur noch der Geist, richtig? 93. Hätte man nicht unterschätzen dürfen. Das war krass. So. 93 war echt hart. Im letzten Zug. Und ich bin nur ein Feld reingekommen. Also, anders hätte ich auch gar nicht laufen können. Das ist ja mega krass. Ja, aber hat funktioniert. 1800 Cash. Eine Mine Mu. Da haben sie sich wieder gefunden. Wie habt ihr mich gefunden? So wie wir die letzten zwei oder drei Mal gefunden haben, als das passiert ist. Ich habe nicht mitgezählt. Hat Spaß gemacht. Dürft ihr schauen, dass ihr zwei zurück und irgendwas bei euch zu Hause macht? Wie Marmelade kochen, neu tapezieren, vielleicht mal eine Karte studieren? Marmelade! Ja, aber zuerst noch eine letzte Runde verstecken. Ja! Oh nein, 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 nein. Moment, ich habe Ihnen die Schatzkiste versprochen, wenn Sie mir helfen. Zack. Halt nicht. Tschüss. Und da sind sie weg. Und werden wieder Verstecken spielen. Na los, sehen wir nach, ob irgendwas nützlich in der Kiste ist, bevor wir ein zweites Relikt der Güter einsammeln und Tom Farn finden. Die Kiste noch. Und dort haben wir nichts. Ich glaube, es war durch das Speichern weggeklickt worden. Tja, was in der Kiste ist, werden wir nie erfahren. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao.